Wir treffen uns dort! So Leute, willkommen zum wohl letzten Part, den 44. von Dead Space 3. Gerade hat das letzte Kapitel, das 19. begonnen. Und wir müssen jetzt die Welt sozusagen retten, oder diesen Planeten hier, oder unser Leben. Das Leben unseres Freundes da. Und alles halt. Dieser Ort sieht auf jeden Fall sehr, sehr atmosphärisch aus und man muss sich hier auch beeilen anscheinend. Denn im letzten Part habe ich noch ein paar Worte gesprochen, bin stehen geblieben und dann bin ich plötzlich gestorben. Das bedeutet wohl, wir müssen hier richtig, richtig schnell handeln. Ihr seht ja, dass alles kaputt geht hier die ganze Zeit. Oh, hier können wir vielleicht noch etwas absahnen. Das wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn danach noch ein Bosskampf ist. Deshalb werde ich versuchen, hier so ziemlich alles aufzusammeln, wie zum Beispiel dieses mittlere Medipack. Und hier kommen die fucking Gegner. Das ist natürlich überhaupt nicht geil. Sind wir richtig? Oh, ich finde die B-Taste gerade nicht. Ja, okay, wir sind richtig. Oh, nee. Fuck, was muss ich denn da tun? Das ist alles unter Zeitdruck, oder? Oh. Diese Tentakel-Spasten hier erledigen, oder? Aber ich habe, glaube ich, keine Munde mehr bald. Nee, okay, ich habe schon Munde. Also diese Gegner nerven mich gerade. Nee, nicht dieser Gegner. Oh Gott. Eine meiner Hassgegner Nummer 1, denn die halten so viel Damage aus. Alter, wie viele Gegner spawnen jetzt schon wieder? Nee. Also in dieser Hinsicht freue ich mich echt, dass das Spiel bald zu Ende ist, denn das geht einfach nicht. Viel zu viele Gegner spawnen auf einmal. Auf den Schwierigkeitsgrad leicht zu unterstreichen. Ey. Ja, du stirbst jetzt auch, bitte. Ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht, weil ich zu viel Zeit verbraucht habe. Das wäre nämlich Epic Fail. Ja, nee, ist klar, aber noch mehr Gegner, Entschuldigung, aber versuchen wir den mal zu töten. Jetzt kommen schon wieder neue. Gut, wie werde ich... Achso, das war der. Ich muss wohl wieder eine Flugeinlage machen. Kein Problem. Da bin ich ja bisher nie gestorben, weil es wirklich einfach ist. Aber vielleicht ist es ja jetzt schwieriger. Da wir jetzt wirklich im aller letzten Kapitel sind. Boah, Alter, sieht das geil aus hier. Wow. Wow. Fuck. Gestorben. Doch nicht so einfach wie die anderen Male. Naja. Ich werde vielleicht hier Stase oder Chinese dieses Zeug halt hier aktivieren müssen. Aber das geht, glaube ich, gar nicht, oder? Nee, es geht nicht. Entweder ist meine Anzeige leer. Oder das ist eine Möglichkeit. Oder man kann es während des Fliegens nicht verwenden. Boah, sind das ekelhafte Gegner. Kickner. Wie man es in manchen Gebieten aussprechen würde. Aber die Grafik ist extrem geil. Wenn man zum Beispiel diese Sachen hier hinten anschaut, wie sich alles bewegt. Gut, wir haben es überlebt. Super. Okay. Hier ist irgendwie alles schief, ne? Ach fuck. Diese Gegner mag ich auch nicht. Viel zu schnell. Die können sich viel zu schnell bewegen und wir haben keine fucking Money mehr. Fuck. Was soll ich denn ohne? Oh, da drüben wären einige Kisten bestimmt mit Money. What the fuck? Was hat mich denn jetzt aufgeschlitzt? Also dieses Mal werde ich wohl zuerst in die Kisten hier reinschauen. Und vielleicht etwas Money und so mitnehmen. Ja, genau, Money.
Perfekt. Und Medipacks. Super. Besser könnte es gar nicht sein. Jetzt werde ich mal mit dieser Waffe hier vorgehen. Hier kommen die Gegner. Heady. Auch Heady. Gut, tot, oder? Nee. War nicht tot. Ich weiß nicht, was mich vorhin getötet hat. Das verstehe ich wirklich nicht. Müssen wohl ziemlich gut aufpassen. Hier, oder? Naja, ich werde einfach mal weiterlaufen. Vielleicht ist das ja hier wirklich die beste Entscheidung. Boah, aber es ist wirklich sehr, sehr gefährlich hier. Das merke ich. Nee, nicht der jetzt. Mag ich auch nicht. Bam, in your face, bam. Died. Stoppen wir den, dann können wir ihn besser treffen. Ich glaube, hier sollte man sich eigentlich immer eher... What the fuck, was hat mich denn jetzt getötet, Alter? So scheiß, ey. Ich sehe hier die ganze Zeit gar nicht, wer mich überhaupt tötet. Das nervt wirklich. Mit einem Schlag bin ich tot, oder wie? Alter, was soll ich dagegen tun? Das gefällt mir momentan gar nicht hier, die Situation. Nee. Und jetzt muss ich auch wieder die ganzen Kämpfe wiederholen. Oh man, ist das asozial hier. Ja, chill. Chill, habe ich gesagt. Du auch, bitte. Danke. Gut. Wir heilen uns schnell und wir kommen wieder hier zurück. Ich weiß nicht, was mich hier vorhin getötet hat, ey. Da ist ja nichts, oder? Oh, jetzt habe ich aber keine Stasi-Chinese mehr. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Ey, verpiss dich. Asozialer. Mann! Ach Gott, ey. Ich muss wirklich nachschauen, was das ist. Denn sonst werde ich diese Stelle wohl nie schaffen. Aber der Part ist gerade erst vor 9 Minuten begonnen. Ne, warte mal, er hat vor 9 Minuten begonnen. Nicht, er ist vor 9 Minuten begonnen. Das heißt, ich werde es noch ein paar Mal hier versuchen. Das Finale kommt dann vielleicht im nächsten Part. Scheiß Gegner. Ihr nervt mich einfach nur. Verpisst euch von hier. Oh. Das wollte ich eigentlich nicht wegschießen, aber halb so schlimm. Was muss ich hier tun, um das hier zu überleben? Entschuldigung. Ich weiß nicht. Jedes Mal stehe ich einfach nur irgendwo rum und plötzlich bin ich tot. Fällt hier vielleicht etwas vom Himmel runter oder so? Ich habe echt keine Ahnung, warum man hier so einfach sterben kann. Vielleicht sollte ich da irgendwie unter diesem Teil dastehen. Ach, warte mal. Das hier tötet mich. Oh. Ich muss wohl einfach schneller sein, oder wie? Seht ihr, dass das hier immer näher kommt? Oh man, da muss ich jetzt ganz schnell sein beim Töten dieses Tentakels, aber das schaffe ich nicht mehr. Nee. Wir müssen hier einfach viel, viel, viel schneller sein. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich werd's versuchen, aber... Man, ich brauche ja auch die Munition und solchen Scheiß, ja. Also diese Stelle ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich werde jetzt die Gegner einfach alle links stehen lassen, ist mir ja scheißegal. Ich kann da nichts machen, ich werde einfach durchrushen. Und diesen abgefuckten Tentakel hier kaputt machen. Und... Stase auf den Gegnern machen.
damit die mich nicht so krass angreifen können. Jetzt stirb endlich, bevor die mich noch killen, die Gegner. Come on, stirb! Alter, ich treffe dich nicht mal vor lauter Aufregung. Ey, da war ein Medipack. Komm, nimm es auf. Ey, wie viele Schüsse hätte er auch? Jetzt haben wir es geschafft. What the fuck is that? Boah, bin ich aufgeregt gerade. Rushen wir einfach durch, okay? Ja, und jetzt? Moment, ich muss zurück. Ach so, nicht zurück, sondern darüber. Gut, schnell das Zeug hier mitnehmen. Die Gegner lasse ich weiterhin beiseite. Darauf, oder? Ja. Ne, da hatten wirklich keine Zeit zu kämpfen. Da muss man quasi durchrushen. Ich werde die Waffe jetzt wechseln, damit ich schneller bin beim Öffnen von Munition und so weiter. Gut, wir haben es hier reingeschafft, wo der Fortschritt gespeichert wird. Ist schon mal etwas. Und jetzt? Wohin? Darunter, oder? Ja. Eine Bank, die ich nicht verwenden will. Eine Anzugstation vielleicht. Haben wir ja etwas Neues. Nee. Aber vielleicht können wir ein Rig-Upgrade machen. Jetzt zum Schluss noch. Das können wir nicht machen. Stase können wir auch nicht verbessern, aber vielleicht die Chinese? Nee, auch nicht. Schade. Wir können dieses Mal gar nichts verbessern, aber haben ja im letzten oder vorletzten Part ja ziemlich viel verbessert, also drei Eigenschaften. Ja, ich könnte noch in die Bank reinschauen. Vielleicht wäre das jetzt wirklich mal sinnvoll am Ende des Spiels. Bei den Upgrades natürlich. Nee, diese Waffe lasse ich auch mal bleiben. Ich werde hier etwas verbessern. Die Schaden könnt wieder verbessern. Schaden und Nachladen um 2. Und dann machen wir hier mit der Feuerrate plus 2 und plus 2 Schaden. Gut. Das müsste jetzt die Waffe um etwas besser gemacht haben. Oh, da haben wir auch etwas zum Mitnehmen. Takeaway. Blutmond. Wow. Alter. Bin ich jetzt tot? Nee, bin ich nicht. Oh, wieder so eine schwierige Passage. Oh, ah, da hätte ich durchfliegen müssen, aber ich habe es trotzdem noch irgendwie geschafft, durchzukommen. What the fuck? Boah, war das jetzt gerade knapp, ey. What the fuck? Und schon wieder extrem knapp. Ich hoffe, diese Passage dauert nicht zu lange. Sind das alles Gegner? Nee, sind keine Gegner. Sieht nur so aus. Oh, wir haben es wohl geschafft, oder? Oh. Ja, oder? Oh. Krass. What the fuck? Sieht das extrem krass aus, Alter. Mein Blut fährt ein. Überall auf. Uns kriegst du nicht. Also, dass Isaac überhaupt keine Angst hatte. Wie sollen wir das Ding killen? Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Die Augen wohl, oder? Um mich herum fliegen Marker. Ich kann diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe werfen. Diese TK-Platte? Das Auge, oder? Ja, definitiv das Auge. Alter, aber sieht dieses Monster aus. Ich frage mich, wieso Isaac keine Angst hat. Also ich würde da ja, wenn ich sowas sehen würde, von der Plattform da runterspringen, wahrscheinlich freiwillig. What? Nicht so schnell, bitte. Medipack her, natürlich. Wieso habe ich keinen Helm mehr?
Bin ich jetzt etwa anfälliger oder hat das nichts zu sagen? Vorsicht! Das Vieh wirft Felsbrocken auf Sie! Ich seh's, ich seh's! Oh, das ist auch keine gute Sache. Was soll ich denn jetzt dagegen machen? Wenn der mich trifft, dann bin ich ja sowas von tot. Aber greifen wir sein Auge wieder an. Wo ist denn sein Auge? Oh! Bin ich erschrocken. Also ich glaube, das ist der absolut finale Bosskampf. Ich könnte mich täuschen. Denn es könnte ja theoretisch noch ein Afterfight geben. Isaac! Es zieht sie rein! Schießen Sie die Tentakel ab, bevor es sie frisst! Drecksvieh! Was? Das da oben, ja. Muss ich wohl runterkriegen irgendwie, aber ich bekomm's nicht. Ah, okay, ich muss jetzt diese Arme hier wohl kaputt schießen. Kommt mir zumindest so vor, ich hoffe es. Boah, ich krieg eklig. Bin ich jetzt tot, oder? Ja. Oh man. Ziemlich schwierig, die Sache. Wie sollen wir das Ding killen? Dafür reicht nicht mal die Munition der gesamten Welt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Um mich herum fliegen Marker. Also ich kann diese TK-Platte nehmen und sie als Waffe. Mal der erste Schritt. War wirklich. Ich weiß nicht, wie schwer der Bosskampf ist. Also, ich habe ja nicht alles gesehen, aber ich glaube, der ist richtig hardcore. Auch auf diesen Schwierigkeitsgrad. Ihr wisst ja, dass ich auch fleißig gerade spiele. Obwohl ich ja 3/4 des Spieles auf normal gespielt habe, aber. Der Schwierigkeitsgrad ist zu extrem angestiegen. Wo hatten der die anderen Augen? Warte mal, wenn ich das darüber schießen würde irgendwie. Nee. Vorsicht! Ich bekomm's nicht. Das Vieh wirft Felsbrocken auf Sie! Okay, ich seh's, jetzt ich wird's wieder hardcore. Da hier auszuweichen. Lol, da hier. Wow! Jetzt habe ich die ganze Zeit Stase mit Chinesen verwechselt. Dann werde ich wohl nicht die Gegner verlangsamen können, wenn ich das verwechsle. Gut, aber jetzt hat es geklappt. Schnell nachladen. Isaac! Es zieht sie rein! Gut, ich habe es geschafft, meine Tentakel zu zerstören sofort. Wow! Was soll ich da tun? Boah, ist das eklig. Da reingezogen zu werden, das wäre ja der schlimmste Tod, den ich mir überhaupt vorstellen könnte. Wow, ich habe keine Stase und Chinese mehr. Ich bin so ziemlich am Arsch, aber das Auge sieht man jetzt wieder. Zumindest etwas Positives. Also ich hoffe, der große Gegner kann mich jetzt nicht angreifen, während ich hier gegen seine kleinen Kollegen hier kämpfe. Das wäre ziemlich asozial, nämlich. Aber ich denke, diese Gegner sind auch dazu da, um Medipacks. Um mit Medipacks zu versorgen und mit Munition. Okay. Ich brauche so einen Stachel da oben. Schnell rein! Ach fuck. Ich habe wohl versagt, oder? Ich war etwas zu langsam. Ich brauche Munition. Ja, chill. Okay. Suchen wir wieder nach diesen komischen Stachelzeugs da. Hey, warum kann ich es nicht mitnehmen? Aber muss ich da auf diese Plattform hier rauf oder wie? Ja. Oder? Ja. Aber seine Augen sehe ich gerade nicht. Ich bin viel zu langsam. Aber jetzt weiß ich zumindest, dass ich auf diese verfickte Plattform hier rauf muss. Ja, nee, ist klar. Weißt du? Ist ja immer neue Gegner kommen, ist ja total normal. Einfach, kein Problem, auf den Schwierigkeitsgrad lasse ich mal. Das ist ja vor allem das Coole, dass wir hier auf Schwierigkeitsgrad lässig sind. Und die Gegner überhaupt gar kein Mitleid mit uns haben. Okay, her damit. Ey, jetzt verpiss dich doch mal. Rein in das scheiß Auge. Nee, ich hab verfehlt. Zu viel Stress, Alter. Fuck. Rein.
in das scheiß Auge rein. Nee, man. Komm. Ach Gott. Ah gut, das haben wir jetzt. Jetzt haben wir das zweite Auge kaputt gemacht. Und was kommt denn jetzt? Schön, schönes. Natürlich nicht ernst gemeint, bitte. Aber wirklich nicht. Moment, wir haben noch ein kleines Medipack zum Glück. Nicht sterben, Isaac, bitte. Nicht sterben, bitte. Nicht sterben, bitte. Aber ich bin wohl tot, oder? Oder was macht der jetzt Schönes? Der frisst mich auf? Ja. So kann es auch enden, oder? Im Inneren. Ah ne, oder? Sind wir noch unten? Glaube! Hä? Glaube! Halten Sie durch! Ich werde Sie durch seine Gedärme ziehen! Ach so, wir sind wirklich Dobrin, oder? Oh man, motherfucker! Ich muss den irgendwie so aufblitzen, oder? Ich hoffe, er ist jetzt tot. Schauen wir, ob es gerade aufnimmt. Ja, zum Glück. Ich will nämlich diesen Bosskampf nicht nochmal machen. Zumindest nicht vorerst. Oh, da wird ziemlich alles kaputt, ne? Wo soll ich denn hinlaufen dann? Hä? Ach so, ich muss hier rüber. Springen! Ah, fuck! Ich habe nicht gesehen, dass ich eh hämmern muss. War zum Glück hat er mir geholfen. Sonst wäre ich wohl runtergefallen. Was denn? Wir benutzen den Codex? Ja. Also kein Scheiß mehr, wir werden jetzt hier sterben. Dafür hat die Erde wieder eine Zukunft. Zwei Helden. Isaac ist ein Held und der eine da genauso. Nein! Nein! Ich auch. Ja. Vielleicht sterben wir ja nicht. Na gut, sieht's auf jeden Fall nicht aus. Alle. Oh. Das Bild ist weg. Und wir werden aufgesaugt. Oder wie? Sie hat die andere Hälfte des Fotos. Isaac. Isaac. Bist du da? Komm. Isaac. Alle. Du bist tot, nicht? Ich weiß nicht. Das Markersignal. Es ist auch weg. Isaac, du hast es geschafft. Du hast es tatsächlich geschafft. Ich habe die Welt gerettet. Zumindest wir haben die Welt gerettet. Der Erde bestätigt. Schockantrieb aktiviert. Ist doch super, ne? Ich weiß nicht, ob jetzt Isaac tot ist oder nicht. Gonna ride als Isaac Clarke. Oh, das bedeutet, wir haben das Spiel jetzt durchgespielt.
wir sind am Ende angekommen, zwar nicht zu 100%, denn wir haben nicht viel eingesammelt, zwar nur das, was wir gefunden haben, zufällig. Wir haben nicht explizit nach den Sachen gesucht, aber es sollte ja ein Story-Let's Play werden und nicht ein Sammel-Let's Play. Ich bin wirklich, wirklich zufrieden von diesem Projekt. Wir haben, glaube ich, jetzt 44 oder 45 Parts. Das Spiel hat mir ziemlich gut gefallen. Manchmal waren zwar zu viele Gegner auf einmal, vor allem jetzt am Ende des Spielers. Es waren zu wenig menschliche Gegner, also wir hatten zu viele Necromors meiner Meinung nach und zu wenig menschliche Gegner. Die Necromors waren oft viel zu viele, deshalb waren die Kämpfe unübersichtlich und dauerten oft zu lange. Ich musste sie auch oft 3-4 Mal wiederholen, das hätten die Entwickler anders machen können. Deshalb musste ich auch den Schwierigkeitsgrad, um meine Nerven zu schonen, gegen Ende auf lässig stellen. Denn wir haben ja den Anfang des Spiels, haben wir nicht nur den Anfang, sondern 3/4 des Spiels haben wir auf Schwierigkeitsgrad normal gespielt. Und insgesamt würde ich dem Spiel eine Bewertung von 84% geben. Also ich bin insgesamt schon sehr zufrieden mit diesem Spiel. Story ist sehr gut, muss ich sagen, obwohl ich eigentlich überhaupt nicht auf Science Fiction stehe. Weder auf Bücher, noch auf Spiele, noch auf Filme. Eigentlich ist das, glaube ich, das erste sozusagen Science-Fiction-Spiel, das ich gespielt habe. Und ich bin eigentlich wirklich positiv überrascht, muss ich sagen. Die Grafik hat mir meistens sehr gut gefallen. Manchmal war es auch verschwommen, das haben sie absichtlich so gemacht, aber das fand ich mal nicht so toll. Mit dem Blut, ja, war nicht zu viel, war nicht zu wenig. Das finde ich auch sehr gut. Ich glaube, das Spiel ist ab 18 freigegeben. Ich denke, ja, man könnte es auch ab 16 freigeben, weil zu extrem ist es ja eigentlich nicht. Und man tötet ja mehr Necromors als wie Menschen, deshalb sehe ich da auch nicht allzu große Probleme. Ich hoffe jetzt nicht, dass 12-Jährige oder so dieses Let's Play anschauen, aber naja, ist ja auch nicht so schlimm, wenn sie es nicht selbst spielen, sondern nur ein Let's Play anschauen, glaube ich mal. Ja, was haben wir noch? Den Sound. Den fand ich jetzt nicht so klasse. Ich sag mal Durchschnitt. Ihr seht auch, da sind nur wenig Leute dabei, oder? Ja, okay, bei Audio 2 oder einer. Nee, aber sind schon einige, ja. Abwechslung hatten wir in der ersten Hälfte des Spiels wirklich sehr wenig, da wir immer nur in solchen Tunnelleveln und so waren. Aber ab der Hälfte des Spiels ungefähr, ich glaube ab Kapitel 9 oder 10, wurde es wirklich interessant auf dem Eisplaneten. Und da hat sich auch das Setting ziemlich oft geändert. Das fand ich eigentlich wirklich gut, ab dahin. Nur halt kam dann das Problem mit den Gegnern auf, dass immer nur 20 Gegner kommen und so. Ja, und das hat halt etwas Einfluss auf die Abwechslung gehabt. Gibt es sonst noch irgendetwas zu sagen zu diesem Spiel? Also es gibt ja auch einen Coop-Modus, den man online spielen kann, aber den werde ich nicht let's playen. Ich werde es jetzt mit Dead Space 3 hierbei belassen. Nach diesem Projekt werden wir mit Grids 2 anfangen, Rennspiel von Codemasters. Aber das wird kein Let's Play, sondern ein Walkthrough. Und das hat einen guten Grund, denn bald beginnt jetzt wieder die Schule für mich. Das bedeutet, ich habe wirklich sehr wenig Zeit zum Let's Playen. Und Walkthroughs, sagen wir mal so, sie sind nicht so anstrengend zu machen wie Let's Plays, denn man muss schlussendlich nur zocken und nicht gleichzeitig auch noch sprechen. Deshalb denke ich mal, dass ich dazu ein Walkthrough mache mit so 30 Parts, schätze ich jetzt mal. Vielleicht habt ihr es ja schon gesehen, ich bin bei Cube World, das Projekt von Jan auf JFeedat, bin ich jetzt auch bei 3 Parts dabei. Ich werde auf jeden Fall noch bei weiteren Parts dabei sein. Ich denke auf jeden Fall, wenn wir ein Let's Play together, macht noch mehr Spaß als wie ein normales Let's Play. Deshalb werde ich versuchen, zu ihm raufzugehen und wieder ein paar Together Parts aufzunehmen.
Somit habe ich jetzt alles gesagt, was zu sagen war. Ich hoffe, das Projekt Dead Space 3 hat euch gefallen. Zumindest mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Ihr könnt beim letzten Part hier noch einen Daumen hoch da lassen. Vielleicht sogar abonnieren, wenn es euch gut gefallen hat. Und vergesst nicht, unsere weiteren Videos anzuschauen. Wir sehen uns dann bei Grids 2. Ciao. Viel Spaß noch mit den... Mit den... Wie nennt man das? Mit dem Namen von den Leuten, die halt das Spiel hergestellt haben. Mir fällt gerade nicht der Begriff ein.
Ellie? Ellie? Wer das hier noch hört, schreibt Apfelbaum in die Kommentare.